Das ist wie ein geheimnisvoller Ort. Was now? Nee, jetzt, wenn ich meine Nachforschungen richtig liege, dann. Was? Ein Elite-Pokémon? Sei doch so lieb und kümmere dich um diesen Hornweisel, Nils. Lucario! Lucario Knirscher, jetzt! Macht nicht viel weg. Hey, das ist so unfair. Ich durfte nur einmal. Das ehrwürdige Sinnoh der Zeit. Los, ehrwürdiges Sinnoh, Zeitlärm. Ich kenne einen Ort, da kann man noch Massen von denen fangen. Du erhältst die Steintafel. Diese Steintafel wohnt die Energie des Typs Gestein inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Gestein. Hatte dieses Pokémon die Steintafel, nach der wir gesucht haben, etwa nur zufällig aufgelesen? Jedenfalls war das die einzige Tafel, über die ich Informationen hatte. Mehr weiß ich nicht. Da sie aber bis jetzt noch nichts ereignet hat, gehe ich davon aus, dass es noch mehr Tafeln geben muss. Doch mir kommt da eine Person in den Sinn, die mit Sicherheit mehr über die Tafeln weiß. Ganz genau, Fräulein Kogita. Du hast dich schließlich noch gar nicht für ihre Hilfe mit der roten Kette bedankt, nicht wahr? Dann ist das die perfekte Gelegenheit. Also lass uns zur uralten Siedlung aufbrechen. Wo ist denn überhaupt die uralte Siedlung? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ah, hier gibt es wieder. Gut. Alles klar, würde ich mal sagen. Eisenbrocken ist so wieder da. Warum ist das Wetter so scheiße? Weil es Nacht ist. Alte Siedlung. Ich weiß überhaupt nicht, wo der sein soll. Ich gehe mal zurück zur Anhöhe. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Da kann ich hier gleich mal meine Pokémon aufladen. Wie lange möchtest du dich ausruhen? Bis zum Morgen. Aber bevor wir uns auf den Weg machen, würde ich sagen, wie ich sehe, hast du 8 Pokémon gefangen. Bitte erstatte mir einen Bericht darüber. Ich hab Schämen. Alpha Bidiza, Alpha Bojelin, Alpha Bammelin, der rechte ist nur Bammelino und ein Schämen. Geil. Du scheinst mit deiner Forschung ja gut voranzukommen, lass dich mal sehen. Faszinierend, ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Was ist mit Otaro? Otaro muss Aquawelle beherrschen. Und Wasserdüse. Wasserdüse kann ich immer noch machen. Das ist okay. Es wird immer schwerer. Ich kehre mal ins Dorf zurück und guck mal, wo diese Basis da ist. Wo sollen die sein? Beim König der Meerschweinchen? Massenhaft Pokémon. Riehhörner im Kraterberghochland. Da hinten. Das kann ich sogar anwählen. Cool. Ich will mal Riehhörner.
Warte mal, ich mach mal kurz ZR. Da sind die Rehhörner. Dann werde ich das mir mal markieren. Markieren und hingehen. Der Grund ist, ich will es einfach versuchen. Deswegen speichern wir ja ab. Denn jetzt kommt nämlich der Shiny Guide. Shiny Guide! Das habe ich zweimal gespeichert, egal. Jedenfalls, falls ihr schon mal wissen wollt, hey, wie fängt man sich Shiny Pokémon? Kann man hier machen. Wobei ich gerade bei Rihorn keine guten Stellen. Oh toll. Komm, fange ich an, ist ja ein Alpha Luxio. Egal, wir gucken mal auf die Map und schauen mal, wo wir hin müssen. Wir müssen vom uralten zum uralten Steinbruch und von dort aus einfach fliegen. Der merkt uns jetzt zwar, aber das haben wir schnell passiert. Wir müssen einfach zum uralten Steinbruch. Hier geht es nicht weiter, warum nicht? Wirrwald. Ich denke, da kann man nicht falsch machen, aber im uralten Steinbruch aus direkt nach dahin. Weil. Außer es lauen uns noch andere Pokémon auf. Also die Pokémon hier sind stark. Aber wir kommen mal näher, ich sehe es. Skunk dank die Pupsmaschine. Ich glaube, wir sind da. Da unten sind sie nämlich. Die vielen Rehhörner. Ich frage mich, ob ich die überraschen kann. Ich kann die überraschen. Fällt mir gerade ein. Das sind sie nämlich. Bitte hört auf, mir auf die Nerven zu gehen. Wer speit hier Feuerskunk-Tank? Wenn ich mich an die richtig ranschleiche, dann schaffe ich es auch, die zu fangen. Das muss man sich erstmal bewusst sein. Ich kann auch Fliegebälle benutzen. Flügelbälle. Hier bin ich erstmal sicher. Denn da sind sie nämlich. Der massive Auflauf von Pokémon, von dem berichtet wurde. Endlich habe ich mal welche. Rehorn, dreh dich mal um. Aber mit dem Hintern zu mir, ja. Nein, nicht so. Noch ein bisschen weiter. Ja, nein! Oh. Ach Mann! Ich hab daneben geschmissen. Da gucken sie alle doof. Scheiße, es waren. Oh nein, sie wollen kämpfen. Diaga! Diaga, es ist ein Notfall. Eisenschweif, jetzt!
glaube, es ist. Ich glaube, da kommt nicht mehr. Ja, egal. So. Die gemeldeten Pokémon scheinen verschwunden zu sein. Jo, jetzt müssten wir eigentlich das Spiel neu laden und dann wieder wegrennen. Das Ding ist, wenn wir die Pokémon nicht gefangen haben und wir würden jetzt trotzdem auf der Map antreffen, dann wären das genau dieselben Pokémon, die wir jetzt gerade auch bekämpft haben. Das Ding ist, die Pokémon werden erst wieder neu generiert, wenn man wieder erneut in der Stadt ist. Das heißt, wir machen jetzt nämlich Folgendes. Wir müssen nämlich wieder zurück in die Stadt und dann müssen wir wieder dahin gucken, ob da wieder neue Massen von Pokémon entdeckt wurden. Wenn nicht, dann haben wir eben Pech gehabt. So ungefähr. Denn so können nämlich Pokémon neu generiert werden. Mit ein bisschen Glück haben wir sogar nochmal die Rehörner. Nur mit einer anderen Verteilung halt. Oh, und hier zum Beispiel sind Happinis. Jetzt aufgetaucht. Oder Rehörner eben nochmal. Wenn wir eben nochmal Rehörner wollen, dann können wir nochmal auf Rehornjagd hin. Zum Beispiel. Das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, richtig gut voranzugehen, wenn man auf Shiny-Jagd ist. Das ist das komplette Shiny-Handeln, was es ausmacht. Als ob ich jetzt so viele Bälle hergestellt habe. Na gut, da würde ich sagen, wir fliegen wieder hin. Wir fliegen. Können wir hier geradeaus weiterfliegen. Das ist sogar schon fast eine Abkürzung. Sneebos kann klettern. So, da kommt man nämlich ziemlich schnell wieder dorthin. Und ihr wisst, dass Nibos kann klettern. Und wahrscheinlich kann fliegen. Das ist die beste Kombination, die es jetzt so. Jetzt sind wir wieder hier. Da, wo wir sein wollten. Und da sind sie schon, die Rehörner. Das heißt, wir gehen jetzt von Sneebos runter und machen alles auf Fliegebälle. Natürlich nicht so ganz versuchen, uns da anzuschleichen. Denn jetzt sind nämlich die ganzen Rehörner, weil wir die Map ja verlassen haben, wieder neu ausgerichtet worden. Beziehungsweise das RNG hat jetzt neue Rehörner zusammengestellt. Deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, diese neu zu jagen. Oh, das sieht aus wie eine Familie. Verdammt! Notfallkampf!
So, Notfallkampf bedeutet, wir müssen das Rihorn, was jetzt auf uns aufmerksam geworden ist, töten. Notfallkampf, wir müssen es töten. So ist es. So, jetzt habe ich die Rehorns gefangen, aber kein Shiny. Deswegen geht man jetzt wieder zurück ins Menü. Reload das Game. Habe ich irgendwas vergessen? Ich dachte, ich hätte irgendwas vergessen. Ich glaube, ich habe das Safen vergessen. Scheiße. Ich habe das Safen vergessen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Wir versuchen es einfach nochmal. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Oh, die Rehörner sind weg. Dafür ist jetzt ein Haufen Macholos hier. Warum kommen Pokémon immer, die ich noch nicht im Pokédex vollständig habe? Das ist so unfair. Ich markiere sie mir erstmal auf der Karte. Da sind sie. Stelle ich Hyperbälle her und andere Bälle. Hier. Und ich speichere ab. So. Das ist nämlich das Wichtigste. Ihr sollt Autosave ausmachen. In den Optionen am besten. Ist das Einzige, was man machen kann in den Optionen. Macht in den Optionen den Autosave aus und macht manuellen Save. Damit ihr selber Save States machen könnt. Und damit auch unter Kontrolle habt, was ihr machen könnt. Wenn ihr das macht, dann steht euch der Weg zur unbegrenzten Shiny-Jagd sozusagen offen, weil es nämlich zu 75% die Wahrscheinlichkeit gibt, dass man natürlich, das ist natürlich auch ein toller Platz, keine, oder? Doch, es gibt was zum Verstecken, jedenfalls, ja, sieht schon fast so aus, als gucken die mich an. Ist der massive Auflauf. Nein, ich bin verdrückt.